keine Ahnung, ob es an Ihnen vorbeigegangen ist, aber der neue Schuldneratlas ist da. Rund 7 Millionen Deutsche sind überschuldet, trotz jahrelangem Aufschwung. Andere werden derweil ärmer, weil sie sparen, sagt ja auch der aktuelle Spiegel. Ja, es ist immer noch ein absoluter Kulturschock für unser Land. Der Sparer ist offiziell der Doofe. Hier ein neues Kinderbuch. damit die Blagen sich in den Schlaf weinen, wenn sie in ihre Zukunft denken. Seit 10 Jahren sind die Zinsen im Keller bei uns und kein Ende in Sicht. Ich sag mal, bevor die wieder hochgehen, baut eher Tesla Autos in Brandenburg. Ja, klar. Klar, das mit dem Niedrigzins, das ist in Wirklichkeit eine sehr, sehr komplexe Sache. Preisstabilität, Fiskalpolitik. Wir versuchen es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Wir haben einen Kapitalismus ohne Zins. Das ist so wie Oktoberfest ohne Bier. Wah! Jetzt bricht Panik aus. Ja, über 2 Billionen Euro lagern wir Deutschen wohl auf Giro- oder Tagesgeldkonten, die dank Nullzins und Inflation langsam wegschmelzen. Sind wir blöd? Nein, uns fällt einfach nichts Besseres ein. Abgesehen davon, dass lukrativere Sparverträge gerade massenhaft gekündigt werden von der Sparkasse. Ihrem Kunden hat sie angekündigt, seine Geldanlage umzuwandeln. Die Verzinsung dann, laut Preisaushang, 0,001%. Ja und? Vielleicht hat er ja 3 Milliarden auf dem Konto, ne? Dann sind das bis zu 10 Euro im Monat oder so. Ich habe Mathe nach der 3. Klasse abgewählt. Ja, wir müssen uns damit abfinden, Zinsen waren gestern. Ja, das ist Fakt. Es ist Fakt. Und so bröseln auch Riester-Verträge und Lebensversicherungen dahin. Wenn ich da an meine Kindheit zurückdenke, worüber man sich 1974 noch aufgeregt hat. Das Sparbuch erlebt eine Renaissance. Der Zins ist mit 5,5% zwar niedrig, über das Geld kann aber kurzfristig verfügt werden. 5,5 war niedrig. Ja. Ja, damals, als die Meldung kam, da ist mir vor Schreck die Palomino-Jeans in die Kette vom Bonanza-Fahrrad gekommen, meine Damen und Herren. Ja, niedrig. Von wegen spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das gibt's nicht mehr. Ja, diese alte Fabel von der Grille und der Ameise, die muss man komplett umschreiben. Da sitzt die Grille den ganzen Sommer auf der Wiese und spielt Geige. Kommt die Ameise und sagt, ey, du faule Sau, man kann doch nicht den ganzen Sommer nur fiedeln. Da hast du völlig recht, Ameise. Ab und zu muss man natürlich auch mal einen durchziehen. Mach mal genauso weiter, Grille, dann wirst du im Winter verhungern, schimpft die Ameise. Ich spare weiter für schlechte Zeiten. Später im Winter fällt der Grille auf, dass sie überhaupt nichts zu fressen hat. Also ruft sie ihre Bank an, nimmt einen fetten Kredit für alberne 0,2% Zinsen auf, kauft von dem Geld Aktien und überwintert im Luxushotel. Geile Sache! Die Ameise dagegen hat ihre ganzen Körner auf einem Festgeldkonto angelegt. Totale Scheißidee. Jetzt ist die doofe Ameise total verbittert, tritt in die AfD ein und leidet den Rest ihres Lebens unter Erektionsstörungen. Ende! Das ist heute die Realität. Wir leben in seltsamen Zeiten. Gleichzeitig erlebt nämlich das gute alte Bargeld ein überraschendes Comeback. Banken, die Angst vor den hohen Gebühren der EZB haben, und Privatleute horten tonnenweise Scheine, und zwar ganz wie ganz früher in Tresoren. Also oldschool, weil sie dem Bankensystem nicht mehr trauen. Demnächst, und das ist jetzt kein Witz, wird vielleicht sogar ein 10.000-Euro-Schein eingeführt, weil der weniger Platz braucht im Safe. Sogar kaputtes Bargeld wird hier recycelt. Des Öfteren haben wir auch eingereichtes Geld, welches klein geschnitten oder zerrissen wurde. Meist von älteren Mitbürgern, die entweder vielleicht schon etwas senil sind oder auch nichts vererben möchten. Was ist das denn? Auf dem Sterbebett so, bevor ihr Arschlöcher das erbt, zerreiß ich lieber in 1000 Stücke. Ja, als letzte Amtshandlung. So, und wer ist jetzt schuld am Niedrigzinselend? Da zeigen unsere Politiker, die Deutschen, gerne mit dem Finger auf die Europäische Zentralbank, die EZB. Neuerdings ja geleitet von der stets braun gebrannten Christine Lagarde. Ja. Und das mit dem Finger zeigen ist blöd. Dabei profitiert die GroKo doch selber ohne Ende vom Niedrigzins. Die müssten uns Bürgern halt mal was abgeben von ihren fetten Überschüssen. Indem sie endlich, weiß ich nicht, massiv in Infrastruktur und Digitalisierung investieren. Wann wachen die auf? Eine Schreckensmeldung jagt hier auf den Wirtschaftsseiten die nächste. Haben Sie das gelesen diese Woche? Deutschland hat offiziell 9 Milliardäre weniger. Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Diese Leute sind nur noch einfache Millionäre.
Ja, lachen Sie nicht. Wissen Sie, wie demütigend das ist, wenn man mit einem nur noch dreistelligen Millionenvermögen auf die alten Milliardärskollegen trifft? Diese ganze Häme ist schlimm. Ja. Traurig, traurig. Beim Wachstum ist Deutschland nicht mehr Lokomotive, sondern Sorgenkind Europas. Reden wir drüber mit einem der wenigen Finanzexperten, die wir uns leisten können. Mit Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Olaf, der Niedrigzins als Dauerzustand, was bedeutet das für uns Deutsche, die doch immer so gerne gespart haben? Tja, es bedeutet, das Sparbuch ist obsolet, das muss man sagen. Aber der deutsche Sparer ist ja Entbehrungen gewohnt. Also er musste sich jetzt nicht nur von den Zinsen verabschieden, sondern auch schon von der D-Mark, von Wetten, dass, vom Sudetenland. Und ich beobachte aber vor allem, dass viele Bürger gar nicht mehr gewillt sind zu sparen. Das macht mir Sorgen. Also vor allen Dingen junge Familien, da wird die Kohle auf den Kopf gehauen, da wird das Geld einfach verjuchtelt, ne? Da wird das Geld verprasst für Nebenkosten, für Miete, für Kita-Gebühren. Da wird einfach ins Blaue reingelebt und das finde ich leichtsinnig, muss ich sagen. Also ich rate immer denjenigen, die wenig haben, wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen. Und dann festhalten. Was rätst du denn unseren Zuschauern, die ja auch ratlos sind? Wie soll man sein Geld anlegen? Aktien, Immobilien, was ist der richtige Mix? Augenmaß. Das Wichtigste ist wirklich Augenmaß. Ich kann jetzt auch nicht einfach 100.000 Euro irgendwo hier reinstecken. Ich meine, du kannst das vielleicht. Ich weiß es nicht. So, also für mich sind 100.000 Euro viel Geld. Ne? Dafür muss ich fast eine Woche arbeiten. Und mir ist Nachhaltigkeit natürlich wichtig. Man kann mittlerweile mit Finanzprodukten die nachhaltig wirken, Geld verdienen. Das meiste natürlich mit Finanzprodukten, die nachhaltig schädlich sind. Da gibt es interessante Angebote, zum Beispiel Bitcoin. Ja, also Bitcoin birgt große Chancen. Natürlich auch Risiken, das ist ganz klar. Also dem konservativen Anleger rate ich vom Bitcoin ab. Da rate ich eher zum Bitburger. Ja, da hast du schon mal 4% sicher. Und das Wichtigste natürlich, wie wir diversifizieren. Oder wie man ja in Deutschland sagt, splitten. Also da mache ich es wirklich, wie die Profis, aufteilen. Das ist wirklich das Wichtigste. Also 50% Fonds und 50% Immobilien. Und 50% Aktien. So. So, einige lachen. Ich bin natürlich kein Idiot, ich weiß, da sind noch 30% übrig. Und die kriegt meine Frau. Natürlich. Ja. Wir haben es auch schon eben gesagt, bei einigen zerbröselt wegen der Niedrigzinsen auch die Altersvorsorge. Was ist dein Tipp? Mhm. Wie sollte man fürs Alter vorsorgen? Ich finde, das ist in erster Linie eine Sache der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Deshalb unterstütze ich auch die Grundrente. Bei allen Wettbewerb, es geht nur gemeinsam. Man ist auf Menschen angewiesen, es geht nur miteinander. Wer wir hier Milliardäre hatten. So, selbst als Milliardär musst du dich ja auf Menschen verlassen. Du musst ja darauf vertrauen, dass dein Leibkoch dir jetzt nicht in den Eintopf kackt, sag ich mal. So. Und Rentner brauchen Sicherheit. Ja, wenn die nichts mehr verdienen, wenn die sich dann selber kümmern. Also ich kann nur sagen, Alterskriminalität ist skrupellos. Ja, denn sie kennt keinen Morgen. Und es gibt immer mehr Rentner. Also die Bevölkerungspyramide, ne? Unten jung, oben alt, sie ist gesplissen. Jetzt haben wir ja einen Bevölkerungseimer. So, ne? Die Alten sind elastisch, mops fidel, das ist ja das Motto. Null Bock auf Friedhof. Und ich plädiere deshalb nach dem Mietendeckel jetzt für den Altersdeckel, also quasi für den Sargdeckel, zack. Ja, also mit 65 ist Schluss. Ich meine, ich bin jetzt 24, noch 40 Jahre, reicht mir völlig aus. So, und Altersvorsorge, es gibt nur eine wirklich sichere. Es sind die Kinder. Wie habe ich schon vor 10 Jahren gesagt, übst du dich heute geschlechtlich in Askese, pfleg dich im Alter, ein Chinese. Und wenn wir keine Kinder zeugen, trägt deine Bahre ein Bulgare. Denkt mal drüber nach. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank. Klickt hier für weitere Heute-Show-Videos. Und klickt hier... Verdammt, Moment.
und klickt hier, um den Channel zu abonnieren.